Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Diablo 3. Wir sind auf der Suche im Grunde nach Magda und sind gerade dabei, diese kompletten Rituale zu unterbrechen. Und haben jetzt jedenfalls hier diesen kleinen Dungeon noch gefunden, den wir dann zuerst einmal durchmachen. Und hier sollte es auch noch einiges an Gegnern geben, die uns schöne Erfahrung bringen. Eure Verteidigung ist nutzlos. Jep, wenn ich meine Finger auf den richtigen Tasten habe, dann ja. Achso, da doch, da ist noch was. Schauen wir mal, wo es zur Ebene 2 geht. Das hier wie ich immer daneben klick. Es passiert mir aber oft, dass ich die Gegner irgendwie nicht erwische. Geschafft. Ja, easy, ne? Achso, das sind jetzt auf dem Rundweg, ne? Halt! Jetzt sind wir wieder vorne am komischen Wahn. Sackgasse. Okay. Wir haben schon viele Prüfungen überstanden und wir müssen in die Mitte. Liegen noch weitere. Das heißt also hier rein. Freut mich, dass wir sie Seite an Seite bestehen werden. Schauen wir mal, ob wir bestehen werden. Ja, es hat schon gestimmt. Da geht's weiter in den zweiten. Scirocco-Höhle, Ebene 2. Oh, yes, hier. Feinde sind unglaublich. Wollt ihr zum Eingang? Achso, wir sind dann schon am Ende. Und das war ja kurz. Oh, wo bist du? Her damit. Amethysts. Wunderbar. Also, dann wieder raus. Weil die Ebene wartet ja noch. Und wir haben hier noch irgendwo ein Ritual zu unterbrechen.
Schauen wir mal, ob wir diese... Ich glaube, eins ist es noch. Die ist wohl kaputt. Na, okay. Bin ich komplett in der Sackgasse. Da geht's. Das ist lang. Eins der Verstecke, okay, der Kultisten. Ihr Ritual hält die Illusion aufrecht. Naja. Das Ritual! Oh. Ich dachte jetzt, da wäre noch jemand. So, das sollte die Magie des Zirkels aufheben. Lasst uns zur Brücke gehen. Ich hatte alle Hoffnung verloren. Ich danke euch, Held. Akarat segne euch. Mit einigem Zögern schreibe ich über die sieben Herrscher der Hölle. Denn sie sind die größten der Dämonen. Und selbst ihre Namen zu flüstern, scheint die Luft um mich herum zu vergiften. Sie werden unterteilt in die geringen Übel. Belial, Asmodan, Duriel und Andariel. Und die großen Übel. Mephisto, Baal und Diablo. Oh, wir sind recht voll, würde ich mal sagen. Ja, du bist... regeneriert. Nehmen wir mal mit rein. Die ist schlechter. Nee. Na, Edelsteine passt schon. Legendärer Transmogrifikationsplan. Was für ein dämliches Wort. Das bei Scrabble. Für einzigartige Helme bereit. Okay, muss ich wahrscheinlich mit Rechtsklick, oder? Ihr könnt diesen Gegenstand nur bei Mystikerin benutzen. Ah, okay. Dann passt hier. Den da kann man anlegen. Gräte beschwört einen Geisterhund. Ein Neuling in den Künsten von Radma sollte mit den Grundlagen beginnen. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede. Wo ist das nur hin? Sammlungen? Ah, okay, da kann man ja... genau. Sondern Gefährten, das war es wahrscheinlich. Ah, bitte das Skelett nicht füttern. Ich nehme mal den hier. Den hatte ich, glaube ich, auch früher immer, den Hund. Aber ich weiß nicht, ob der auch sammelt. Kann ich jetzt nicht sagen. So, schauen wir mal ganz kurz noch hier drüber. Handgelenke, Schultern hier. Dass der mal ein bisschen besser noch ausgestattet ist. Das kann er nicht verwenden, kann er nicht verwenden. Die ist schlechter. Die ist, wenn dann, nur für mich gut. Den Gürtel können wir ihm geben. Ausgezeichnet. Und das ist nochmal ein Dingsbums. So, habe ich irgendwas zum Sockeln? Nee, ne? Ich hatte jetzt nichts zum Sockeln ausgerüstet. Wenn dann nur hier bei ihm noch, aber auch da. Nö. Passt. Sagt mir, was habt ihr vor, wenn Magda tot ist? Die Herrscher der Hölle, Belial und Asmodan, bereiten eine Invasion vor. Dafür werde ich sie bestrafen. Wie seltsam. Ihr müsst derjenige sein, den ich hier finden sollte.
Ja, dann Glück gehabt. Das war schnell. Okay, und sie macht die Brücke jetzt, glaube ich. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ihr meine wahre Geschichte erfahrt. Ja, bitte. Ich bin nicht aus Caldeum. Ich habe diese Zauber vor 1500 Jahren gelernt. Meine Schwestern und ich hatten uns einem Mann von großer Macht verschrieben. Wir nannten ihn den Propheten. Er hat uns ausgebildet und in einen magischen Schlaf versetzt, damit wir in dieser Zeit erwachen. Ich soll die Invasion der Herrscher der Höllen verhindern. Das meint ihr wirklich ernst, oder? Ich habe einmal von einem Stasis-Zauber wie diesem gehört, aber ich habe es nie selbst ausprobiert. Kommt mit mir. Es wird schön sein, einen anderen Magier als Weggefährtin zu haben. Verzauberin. Die Verzauberin ist eine mächtige Spruchwirkerin, die Stäbe, Dolche, Speere, Äxte, Schwerter und Streitkolben führen kann. Ja, möchte ich mal ersetzen. Ich freue mich über jede Gelegenheit, mit euch zu reisen. So, sie müssen wir halt nur ausrüsten, ne? Jetzt. Und vor allem Fertigkeiten wählen. So, schauen wir mal. Die ist für mich auf jeden Fall ganz gut. Sie braucht ja auch Intelligenz, ne? Dann gebe ich dir jetzt mal meine getragene Hose. Ein Geschenk? Ja, so bin ich. Ihr seid zu großzügig, ne? So amüsant. Mir ist gerade etwas eingefallen, das der Prophet über euch gesagt hat. Und das wäre? Ach, nichts. Oh je. Was hat der Prophet über mich gesagt? Kopf, warte mal, dann... Achso, den kannst du nicht tragen. Den da? Auch nicht? Okay. Achso, was habe ich da? Das ist ein, doch, Kopf, Zauberhut. Schauen wir mal, Kette, magisches Amulett, Feuerfertigkeiten, mehr Schaden. Ein schönes Stück. Ja, ne? Ich glaube, das ist besser. Schultern? Auf jeden Fall. Danke. Ja, bitte, Handschuhe. Ring habe ich jetzt, glaube ich, keine. Nein, habe ich nicht. Magischer, mächtiger Gürtel, die Stiefel. Oh, die Stiefel sind sogar besser. Das ist von guter Qualität. Warte mal, tauschen wir hier ein bisschen aus. So, die kann sie nicht nehmen. Die Schuhe, das braucht sie auch nicht. Die braucht sie auch nicht. Die Hose passt. Ah, okay. Die ist definitiv besser. Perfekt. Schauen wir mal, das ist erhöht den Schaden gegen Elite-Gegner, reduziert Ablenkzeiten und okay, Intelligenz. Also wenn, dann eher den Dornenschaden. Ja, ich gebe dir jetzt halt einen von den Edelsteinen und den Diamant. Das sollte passen. Saisonales irgendwas, keine Ahnung. Okay, gut. Ich tue bloß noch ein bisschen hier zusammenrutschen, das ganze Zeug. Gut. Und das da ist ja eh nix. So, Fertigkeiten wählen. Schauen wir doch mal. Betören. Betört zeitweise einen Gegner, sodass er für euch kämpft. Verzaubern beschwört eine zielsuchende Kugel, die Gegner Schaden zufügt und sie verlangsamt. Das ist eine Abklingzeit von 18 Sekunden, ne? Boah, das ist trotzdem schwierig, sich da zu entscheiden. Also ich würde sagen, temporaler Impuls. Das hätte ich auch getan. Nochmal, eine Verstärkung erhöht euren statischen Elementarschadensboni. Reduziert die Abklingzeiten eurer Fertigkeiten. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Eine weise Wahl. Dann haben wir Energieschild, reduziert den erlittenen Distanzschaden, erhöht die Rüstung für langsam Nahkampfangreifer für euch und die Verzauberin.
Erosion beschwört einen Teich aus arkaner Energie, der Schaden verursacht und betroffene Gegner zusätzlich Schaden erleiden lässt. Ich werde es sinnvoll einsetzen. Jawohl, machen wir das und Stufe 30 müssten wir ja bald haben. Naja gut, 26, ne? Was war denn das nochmal mit dem Paragon? Ach, das ist dann später erst, ne? Mit den zusätzlichen Fähigkeiten. Ja. Gut, weiter. Nun zum Außenposten von Kasim. Ihr werdet ihn im Norden finden. Es ist allerdings noch ein recht weiter Weg. Werden wir schon irgendwann finden. Immer schön am Rand lang. Ich laufe halt auch immer wieder rein, ne? In diese Libellendinger da. Oh, ups. Noch mächtiger. Denk nur, da drüben. So eine Kreatur hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Ich würde in die Sackgasse, ne? Aber ist egal. Ah ne, ist gar keine Sackgasse. Ich hätte jetzt gedacht. Oder doch. Ah, Aufzughebel, da kommen wir nach unten. Schein des Schutzes. Warte mal, mach mal die Map an. Da drüben ist ein Portal. Gehen wir mal nach da vorne noch. Da ist nochmal ein Aufzug. Schauen wir mal, was es ist. Ach so, da ist eine Kiste drauf. Jo, der Hund sammelt auch Gold. Das sehe ich jetzt ja gerade erst. Dann gehe ich nochmal zu dem Aufzug. Sorry für dafür jetzt. Ich dachte, dass ich da irgendwo hinkomme. Hätte ich mal gleich aufgepasst, ne? Helm der Dornen. Jetzt können wir eh bald nichts mehr einstecken. Dann schauen wir uns jetzt mal hier noch um. Und düsen dann zurück ins Lager, dass wir die Sachen losbekommen. Ey, Servusler. Na, schön, wenn der Prophet erfreut wäre. Nee, das ist einfach nur Sackgasse. Unglaublich, wie gut ich bin. Den Gegner jetzt nicht. Okay, schauen wir mal da rein. Diese Hunde sind mit ihrem Fressen beschäftigt. Ob ich es wagen sollte, sie zu stören? Natürlich. Ansonsten doch da noch.
Virile Antiquität oder irgendwie sowas. Moment, ich bin gleich bei dir. Bin nämlich ein alter Zerstörer. Nimm dies für meine Rettung. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Vielen Dank. Armschienen, cool. Müssen wir allerdings erst erforschen. Die können wir auf jeden Fall nehmen. Warte mal, kannst du nicht auch solche Dinge nehmen? Ne, weil die hat den Zaubererstab, ne? Das Ding können wir rausschmeißen. Kannst du den da nehmen? Auch nicht. Seltener Daibo. Ja, gut. Ja, ich will nur schauen, ob es aktiviert ist. Wir haben ja noch ein bisschen Platz. Ah, da haben wir wieder einen Schatz. Oder auch nichts. Allzu viel sollte hier auch nicht mehr sein, denke ich. Bogenhammer. Oh. Die stechenden Winde wollen wir noch nicht gehen. Nee, da sind wir schon quasi durch. Und hier geht's in die Stadt? Oder das wohin geht's Patrick. Da? Ah ja. Die Straße ist versperrt. Ich muss den Weg durch den Außenpass der Fantasien entdecken. Yep, machen wir auch. Aber ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir jetzt erst einmal die Sachen verballern. Dass ich da wieder einen Platz habe. So, Schluchtrandminen. Nee, wir gehen erst einmal ins versteckte Lager, bitte. Da haben wir was zum Quatschen wieder. Blutbande. Habt ihr noch andere Verwandte, Lyndon? Mein Bruder und ich waren Waisen. Wir hatten nur einander. Und ist er auch ein Dieb, so wie ihr? Nein, er war ein Mitglied der Stadtwache. Das erscheint mir seltsam. Nicht so sehr, wie ihr glaubt, mal abgesehen vom Ende. Okay, da wollte ich magischer Kopfschutz. Bei ihr leuchtet da... Ach so, stimmt, sie hat ja nichts, ne? Dann warte mal, dann kriegst du den hier. Und du kriegst... einen roten hier drauf. Yep, das passt. Templer hat auch irgendwas zu sagen. Wie wird man ein Templer? Wie wird man überhaupt ein Templer? Wurdet ihr in den Orden hineingeboren? Nein. Unsere heiligen Schriften sagen, so wie der Bauer den Weizen erntet, so muss auch der Orden das Unkraut jäten und es läutern. Das scheint ein wenig ungerecht. Ihr seid doch kein Unkraut. Ihr seid zwar sehr höflich, aber ihr versteht es nicht. Als sie mich geholt haben, haben sie damit mein Leben und meine unsterbliche Seele gerettet. Okay. Halt, nochmal was. Sünden. Ihr sagtet, dass euer Orden eure Seele gerettet hat, als er euch in seine Reihen aufnahm. Welche Sünden plagen euch? Ich kann es euch nicht sagen. Wenn man seine Vergangenheit ignoriert, kommt nichts Gutes dabei heraus. Ihr solltet nach Wissen streben und euch nicht davor verstecken.
Ihr missversteht mich. Wir sind buchstäblich nicht in der Lage, uns unserer Vergangenheit zu entsinnen. Die Inquisitoren haben mir meine Sünden und meine Erinnerungen an sie entrissen und mich gereinigt zurückgelassen. Okay, Gehirnwäsche nennt man das auch. Initiation. Erzählt mir mehr von eurem Orden. Weshalb haben sie euch eure Vergangenheit vergessen lassen? Unsere Initiation macht uns blind gegenüber unserer sündhaften Vergangenheit, damit wir die Zukunft klarer sehen können und für die letzte Schlacht gewappnet sind. Ich kenne ein paar Arten, wie man jemandem seine Erinnerungen wegnimmt. Wie genau macht es euer Orden? Ich wurde an eine Wand gekettet und geschlagen. Am dritten Tag wurde ich vor Schmerz und Hunger wahnsinnig. Dann fing das Auspeitschen an. Man sagte mir, dass ich alle meine Vergehen noch einmal durchlebte. Alles, das mir einst vergiftete Freude bescherte. Die Peitsche nahm mir diese Freude. Sie nahm mir die Sünde und reinigte mich. Das ist... tut mir leid, aber man hat euch wie ein Tier behandelt. Schlimmer als ein Tier. Versteht ihr denn nicht? Der Templerorden versucht, die Menschheit vor dem Aussterben zu bewahren. Was ist denn schon mein Schmerz im Vergleich zu diesem Ziel? Ich nenne sowas Folter, ne? Bei ihr können wir ja... Genau, machen wir mal erst reden. Familie. Ich muss sagen, dass mir diese neue Familie, in der ich mich wiederfinde, sehr am Herzen liegt. Aber ihr könntet uns eure Liebe etwas offener zeigen, wisst ihr? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Oh, versucht doch nicht, das zu verbergen. Ihr tut so, als würdet ihr uns nur unsere Fähigkeiten wegen brauchen. Aber wir kennen doch den wahren Grund, aus dem ihr uns mitgenommen habt. Nee, du bist keine Milf. Nee. Der Juwelenschmied. Habe ich euch schon einmal erzählt, dass ich Shen schon kannte, bevor er Teil unserer Familie hier wurde? Ha, so ein süßer alter Narr. Wie wild wir einander geliebt haben. Er hat die überraschendsten Dinge getan, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich könnte euch Geschichten erzählen, da würden euch die Haare zu Berge stehen. Bitte nicht. Bitte nicht, genau. Mein gleicher Gedanke. So, schauen wir mal ganz kurz hier beim Herstellen. Das Ding muss ich ihr wahrscheinlich geben oder sowas. Färbemittel ausbilden. Ich weiß es nicht. Ah, jetzt habe ich sie ihr quasi mit Rechtsklick, kann ich ihr die geben. Okay. Aber das ist ja, da geht es ja nur ums Aussehen, ne? Warte mal, wir machen jetzt mal hier so einen kleinen Test hier mit dem Kopfdingsbums hier. Ah, und dann kann ich sagen, wie das eigentlich ausschauen soll. Okay, es ist halt eine nette Spielerei, ne? Okay. Nee, will ich ja eh nicht machen. Neue Waren, seht sie euch an. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Nee, das passt schon. Ich suche meinen Schmied. Warte mal, da unten gibt's noch mal was zum Reden. Lektionen. Es gab gewisse Bücher im Sanktum der Ishari, die als verboten galten. Es war niemandem gestattet, sie auch nur zu sehen. Ein weises Gebot. Wissen kann wahrhaftig verderben. Nein, da liegt ihr falsch. In einem dieser Bücher stand die Prophezeiung, die mich hierher gebracht hat. Euer Orden legt euch Regeln auf und nennt euch einen Sünder. Was, wenn ihr eure Erinnerungen wiedererlangen könntet und herausfinden würdet, dass ihr niemals eine einzige Sünde begangen habt? Es wäre eine Lüge zu sagen, dass mir das nicht auch in den Sinn gekommen ist. Wäre es jedoch wahr, würde dadurch alles zunichte gemacht, wofür ich je gekämpft habe. Alles! Ja, so schaut's aus. Suche nach der Wahrheit. Ich habe über das nachgedacht, worüber wir geredet haben. Und ihr habt recht. Ich weiß kaum mehr über meine Vergangenheit als das, was der Orden mir gesagt hat. Aber was macht das schon? Seht doch, was sie für mich getan haben. Sie haben mich in eine lebendige Waffe verwandelt. Ein Licht gegen die Finsternis. Ja, ihr strahlt so hell, dass ihr euch freiwillig selbst blendet. Ihr habt bereits gesagt, dass ihr Zweifel habt. Ich wüsste gar nicht, wie ich anfangen soll. Wie soll ich Erinnerungen suchen, die mir genommen worden sind?
Meiner Erfahrung nach kann Meditation über ein Problem dabei helfen, seinen Geist zu ordnen. Vielleicht habt ihr recht. Ich werde einen Weg finden, meine Erinnerungen zurückzugewinnen und meinen Orden zu entlasten. Jawohl, macht es. Halt, nochmal was zu reden, okay? Ich habe ja schon gesagt, ich mache alle Gespräche, ne? Mir ist eine Möglichkeit eingefallen, meine verlorenen Erinnerungen zurückzubekommen. Aber sie ist gefährlich. Ich muss euch bitten, mir etwas zu versprechen. Sollte ich rückfällig werden, worin auch immer meine alten Sünden bestanden, müsst ihr mich töten, so wie ich Yonda getötet habe. Wiedergutmachung wäre mir lieber. Aber trotzdem, was ist eure Idee? Ich habe ein Tagebuch bei Yondas Leiche gefunden, geschrieben in einer uralten Geheimschrift der Templer. Ich kann es übersetzen, aber das wird etwas Zeit in Anspruch nehmen. Vielleicht finde ich Hinweise auf meine Vergangenheit, wenn ich mehr über seinen Verrat lerne. Das hört sich doch nach einer idealen Lösung an. Was besorgt euch? Yonda war einst ein Mann des Glaubens, der dem Templerorden die Treue geschworen hatte. Was, wenn er etwas entdeckt hat, das dazu führte, dass er sich selbst verraten hat? Es macht keinen Unterschied. Ich muss es trotzdem tun. Dann tut es. Noch was zu reden? Nein. Gehen wir mal zum erstmal zur Kiste, dann schmeiße ich da nämlich die zwei Steine rein. Und dann brauchen wir das hier. Legendäre Arm, ja, ziehen wir auf jeden Fall an. Das schaut bei dir ganz gut aus. Fähigkeit, Erholung. Das kann ich gut gebrauchen. Ja, dann passt's ja. Na, dann passt's ja. So, einmal zum Schmied. Der hat auch noch was zu reden. Veränderungen in der Stadt. Haben sich die Dinge in Caldeum sehr verändert, seit ihr von hier weg seid? Das letzte Mal, dass ich hier durchgekommen bin, war kurz nachdem ich Mira getroffen habe. Sie wollte anhalten und die Stadt sehen, aber ich habe sie überredet, weiterzureisen. Meine guten Erinnerungen an Caldeum fühlen sich an, als würde ich das Leben von jemand anderem betrachten. Ich werde froh sein, wenn wir von hier weg sind. Okay. Noch was? Nein. So, dann gehen wir mal auf Herstellen. Wir können natürlich alles reparieren. Und dann würde ich sagen, verballere ich mal die ganzen Sachen hier. Jawohl, wunderbar. Das ist dann schon eigentlich... Arkanstaub haben wir sehr viel, ja. Wir können Waffen schmieden. Ich bräuchte allerdings... was habe ich? Den Stab, ne? Zauberstab. Ich weiß bloß nicht, ob er das machen kann. Eine Quelle? Könnte man ja mal probieren, ne? Was würden das... Ah, ne. Okay. Da brauche ich irgendwie Eisen oder was ist das? Handwerksmaterial? Schwert, Sense, Stab, Streitkolben, Zauberstab. Wie ist es denn damit? Nee, da habe ich auch nicht genug. Okay, dann vergiss es. Dann vergiss es. Und da haben wir ja auch nichts. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Dann geht es von hier aus natürlich wieder in diese... Moment. Schluchtrandminen. Muss ich mal gucken. Ich denke, dass ich den möglichst direkten Weg dann nehme, dass wir weiterlaufen und nicht nochmal die ganze Wüste durchmachen. Werden wir sehen. Je nachdem, wie es halt läuft, wie ich die Lust und Laune habe. Jo, jedenfalls würde ich mich freuen, wenn es euch gefallen hat, dass ihr mir ein Like da lasst, dass ihr mal Kommentare da lasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.